Hi, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, wenn mich nicht kennt. Mein Name ist Ellie, willkommen in der Familie und willkommen zurück zum dritten Teil mittlerweile von meiner XXL riesengroßen Aussortierreihe. Ich weiß nicht, ob ich es noch sagen muss, aber ich habe zwei Disclaimer an dieser Stelle. Erster Disclaimer, dieses Make-up hat sich innerhalb von 10 plus Jahren angehäuft. Ich mache diesen Job jetzt schon sehr, sehr lange, habe sehr viel Make-up reviewed. Deswegen habe ich auch überdurchschnittlich und richtig, richtig krank viel Make-up. Und ich schmeiße sehr selten Sachen weg und so, deswegen. Ich horte leider sehr, sehr viel. Auf jeden Fall habe ich deswegen sehr viel Make-up, aber wir wollen jetzt ein bisschen die Kollektion wenigstens halbwegs verkleinern. Zweiter Disclaimer, es läuft auf euren Wunsch ein Gewinnspiel. Da könnt ihr Sachen gewinnen, die ich aussortiere. Das heißt, Sachen, die noch in einem guten Zustand sind, die ich vielleicht nur ein paar Mal geswatcht habe oder eben nicht so oft benutzt habe. Das müsst ihr natürlich auf eure eigene Gefahr machen und auch nur, wenn ihr euch damit wohlfühlt, dass ihr Produkte bekommt, die ich schon mal benutzt habe. Aber für alle anderen gibt es auch weiter Gewinnspiele, auch auf Instagram und so ab und zu mal für neue Produkte. Gar kein Problem. Hier sind auch ein paar neue Produkte dabei, die ich aussortiert habe. Hier sind schon alle Sachen drin, die ich bis jetzt aussortiert habe. Aber bei diesem Gewinnspiel speziell geht es wirklich nur um die Sachen, die ich aussortiere aus meiner Kollektion. Das heißt, es sind sehr viele Sachen, die ich eben schon mal ausprobiert habe. Macht also nur mit, wenn es euch nichts ausmacht und ihr müsst einfach nur einen Kommentar schreiben mit eurem Instagram oder Twitter-Namen oder sonst irgendwas, wo ich euch erreichen kann. Wichtig, nur ich von meinen offiziellen, verifizierten Konten, nur auf YouTube, Instagram und Twitter und Co. Werde ich überhaupt was schreiben, also nicht auf Telegram über irgendeinen extra erstellten Account oder sowas, sondern wirklich nur meine offiziellen Profile, auf denen ich auch meine Sachen poste. Das heißt, wenn euch irgendjemand anderes schreibt, ist es Fake. Bitte fallt nicht drauf rein. Alle weiteren Infos zum Gewinnspiel findet ihr in der Infobox und dann würde ich sagen, wir legen los. Also, wir hatten bisher Base, Foundation, Concealer, Blush, Bronzer, Highlighter, Setting Spray, irgendwas anderes, glaube ich. Ach, Puder noch. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen mal weiter zu den Augenbrauen. Die liegen da drüben. Das heißt, die Kiste ist relativ überschaubar, aber es ist halt auch einfach nur Augenbrauenprodukt. Das ist einfach komplett crazy. Das heißt, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Fun Fact, hier fehlt noch ein bisschen was ich in diesem Video auch aussortieren werde. Ich habe hier ganz viele Wimpern, 3 Kisten voller Wimpern, aber wir kommen jetzt gleich dazu. Also, Augenbrauenprodukte. Das sind sehr viele. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange mal bei den Paletten an. Ich habe hier 2 Paletten. Einmal Brow Spectrum von Zoeva. Das ist eine sehr, sehr gute Palette. Und die Brow Pro Palette von Anastasia. Die machen beide im Grunde das Gleiche. Deswegen gebe ich, glaube ich, die Brow Spectrum jetzt einfach weg, weil das ist das Gleiche eigentlich in grün. Sehr viele Produkte. Wow. Wo fängt man da an? Ich habe hier ein Essence Brow Powder Set. Das ist eigentlich echt gut, aber mich nervt diese Verpackung so sehr. Das ist so hässlich. Es tut mir leid, aber das ist wirklich scheiße. Und das habe ich auch schon sehr lang, deswegen kommt es weg, auch wenn das Produkt an sich eigentlich richtig gut ist. Dann habe ich hier einmal einen ganz klassischen Klassiker, Soap Brows. Ganz ehrlich, ich benutze es eigentlich gar nicht, deswegen kommt das jetzt weg. Ich habe hier einige komplett verpackte Sachen, sollen wir uns die mal angucken. Einmal ein Brow Pomade und Brush Set von Essence. Ist noch komplett zu, aber ich glaube, das werde ich nicht benutzen. Dann habe ich hier einen Precisely My Brow Pencil in 4,5 von Benefit. Ist eigentlich echt ganz nice, ich glaube, den werde ich behalten. Tattoo Brow von Maybelline. Boah, ich müsste das mal wieder ausprobieren. Welche Farbe ist das denn? Dark Brown. Ich glaube, das behalte ich tatsächlich. Das würde ich echt gerne mal für einen TikTok oder so nochmal testen. Dann habe ich hier einen Brow Pencil von Anastasia in Medium Brown. Den brauche ich nicht, der ist zu hell. Nochmal so ein Essence Brow Pomade Ding. Art Deco Powder to Cream Brow Color. Nicht meine Farbe. Dann habe ich jetzt hier ganz viele von NYX. Allerdings sind die meisten nicht meine Farbe. Der eine hier, der ist ganz gut. Die hier passen bei mir nicht. Das ist Ash Brown. Ich habe aber eigentlich den allerdunkelsten. Ich benutze sogar sehr, sehr gerne schwarz, weil er nicht schwarz ist und auf meinen Augenbrauen einfach sehr gut aussieht. Aber den hier behalte ich jetzt trotzdem mal. Nochmal so ein Essence Brow Pomade Ding. Nochmal eins. Jesus, wie viele Farben habe ich denn von denen? NYX Sculpt and Highlight. Das ist auf gar keinen Fall meine Farbe. Das kommt auch raus. Und hier habe ich nochmal einen 4,5er von Benefit. Dann gebe ich den weg, glaube ich, weil 2 davon brauchen wir nicht. Wobei ich sagen muss, ich benutze die wirklich sehr, sehr gerne. Vielleicht behalte ich den doch. Dann habe ich hier eine Brow Pomade, Pomade von Benefit. Habe ich auch schon relativ lange, aber noch nie benutzt. Deswegen werde ich die weggeben. Ich habe hier nochmal so ein Augenbrauen-Set von Essence, aber das ist komplett neu. Wie gesagt, das Produkt an sich finde ich eigentlich sehr gut, deswegen gebe ich das weg. Brow Soap statt Soap Brow. Es funktioniert bei meinen Augenbrauen nicht, es tut mir leid, es funktioniert einfach nicht richtig. Dann habe ich jetzt hier noch so ein paar Pomaden und zwar von Anastasia in Dark Brown und in Soft Brown und von Morphe und von Benefit. Jetzt muss ich da mal kurz reingucken. Ich
glaube, dass ich tatsächlich erstmal nur die von Anastasia in Dark Brown behalte. Wo ist meine von mit Ebony? Die habe ich irgendwie nicht, weil das ist eigentlich meine Farbe. Die anderen sind nicht so ganz meine Farbe, also auch die zwei von Morphe und von Benefit. Auch wenn das die 4,5 ist, die ist ein bisschen zu warm für mich. Das funktioniert nicht, deswegen gebe ich die weg. Und Soft Brown ist auch nicht mein Ding leider, deswegen kommt es auch raus. Hier habe ich noch ein Thickening Serum von Aveda. Das kann bestimmt irgendjemandem richtig gut gefallen. Ich vergesse sowas immer zu benutzen, deswegen bringt es bei mir nichts. Dann habe ich von Urban Decay Brow Endowed Primer und Color. Ist eigentlich echt ganz geil, aber es ist schon voll eingetrocknet. Es ist richtig, richtig alt, wie ganz viele Sachen hier. Eins meiner Lieblingsprodukte, aber leider nicht meine Farbe, ist Nabla Brow Ambition Pen in Natural Brown. Wirklich eins der besten Augenbrauenprodukte für einfach mal so ein paar Härchen einzeichnen oder so. Das sieht so natürlich aus. Leider habe ich gerade meine Farbe nicht mehr da und das ist zu hell. Das heißt, kommt raus. Diese Produkte sind auch der absolute Wahnsinn. Diese NYX Eyebrow Gels, die sind so gut, aber die sind alle komplett eingetrocknet. Die trocknen so schnell ein. Es ist so traurig, weil die wirklich mit die besten Augenbrauenprodukte sind, die ich besitze. Ich bin mir ziemlich sicher, dass alle eingetrocknet sind. Da bewegt sich gar nichts. Der hier geht noch. Das ist auch tatsächlich die eheste Farbe, die bei mir passt. Das heißt, den hier werde ich behalten. Der funktioniert noch. Die hier kommen leider raus. Das ist wirklich das allerbeste Augenbrauenprodukt für ganz feine Härchen nachmalen und so, dass die auch wirklich besser halten. Finde ich besser als die normalen Pomaden. Deswegen werde ich die auf jeden Fall weiterhin benutzen. Ich habe hier ein Charlotte Tilbury Augenbrauengel. Das habe ich noch nicht oft benutzt. Das behalte ich auf jeden Fall. Dann habe ich hier zweimal NYX Control Freak. Ich glaube, das hier ist richtig alt. Ja. Boah, das ist, glaube ich, Nee, der Sache traue ich nicht mehr. Maybelline Brow Drama. Ah, das hat so ein komisches Bürstchen. Das riecht auch schon nicht mehr so geil. Ganz ehrlich, hier werde ich leider echt viel wegschmeißen müssen, glaube ich. Ich habe hier zum Beispiel auch Anastasia, wie heißt denn das? Dip Brow Gel. Das ist wie so ein Augenbrauengel, aber super pigmentiert. Das ist so furztrocken mittlerweile. Das muss auch raus. Benefit Gimme Brow, komplett eingetrocknet. Das hier wahrscheinlich auch. Yep. To be fair, die Sachen habe ich auch wirklich sehr, sehr oft benutzt. Die sind wahrscheinlich sogar leer. Also, keine Ahnung, aber ich glaube. Absolut bestes Augenbrauengel, meiner Meinung nach. Der 24-Hour Brow Setter von Benefit ist das einzige, was wirklich noch ganz gut funktioniert bei mir. Das heißt, das bleibt auf jeden Fall in meiner Kollektion. Das gebe ich gar nicht weg. Nochmal ausgetrocknet. Ich habe hier drei so Powder Duos von Anastasia für die Augenbrauen in verschiedenen Farben. Das Ding ist, ich brauche die eigentlich nicht, weil ich habe ja die Palette. Aber ich würde eventuell eine davon behalten oder zwei. Tatsächlich gebe ich einfach mal die hellere Farbe weg, weil die brauche ich nicht. Und ich habe jetzt hier nochmal Ebony und Granite und das sind meine zwei Farben, die ich eigentlich immer benutze. Für Reisen und so nehme ich die öfter mal dann doch mit, deswegen bleiben die hier. Bushy Brow von Lime Crime ist auch komplett eingetrocknet. Das kann man fast gar nicht mehr benutzen. Noch eins. She Glam Eyebrow Cream. Das sieht eigentlich noch in Ordnung aus. Vielleicht behalte ich das auch erstmal. Dann habe ich hier Tinted Feather Effect Styling Wax von Colourpop. Aber das sieht nicht mehr so geil aus. Seht ihr diese kleinen Bläschen hier? Das sieht nicht gut aus. Also ich habe das noch nicht mal lang. Aber wie gesagt, mit Colourpop und Haltbarkeit ist nicht ganz so geil. Das heißt, es kommt raus. Dann habe ich hier sowas wie dieses Anastasia Augenbrauenzeug von Morphe. Das behalte ich, weil ich mein Anastasia Zeug nicht mehr finde. Keine Ahnung, wo das ist. Aber das bleibt dann bei mir. Ich hab noch so eine Augenbrauenfarbe von Art Deco. Die ist richtig gut. Es war ganz lange meine Lieblingsfarbe tatsächlich. Aber ich benutze die einfach nicht, weil die nur so klein ist. Das heißt, ich packe die einfach mal in die Verlosungsbox. Vielleicht schmeiße ich die irgendwo noch dazu. Brow Finish von Urban Decay. Hab ich noch nie probiert, glaube ich. Sieht aber noch gut aus. Bleibt mal bei mir. Moment mal. Ich schwöre euch, das ist der Nabla Brow Ambition Pen, von dem ich gerade geredet habe, wo ich gesagt habe, ich finde den nicht mehr. Der war einfach hier drin. Gut zu wissen. Und ich habe noch von Uoma auch nochmal noch so ein kleines Augenbrauengel. Das ist aber zu hell für mich leider. Das heißt, das kommt auch da rein. Was ist das? Ein Brow Definer von Maybelline. Ach, so einer. Nee, das ist leider nicht mein Vibe, aber da fehlt auch der Deckel. Nee. Ich habe hier noch so ein paar Sachen, die ähnlich sind wie der Nabla Brow Pen. Und zwar einmal von NYX Lift and Snatch Brow Tint Pen. In Black, aber der ist nicht schwarz, der ist halt dunkelbraun. Der funktioniert sehr, sehr gut. Der ist richtig, richtig gut. Also eine gute Alternative auch zu dem von Nabla. Und dann habe ich hier nochmal Bushy Brow Pen und der Tiny Tip Precise Brow Pen von Essence. Die sind leider beide sehr, sehr alt und funktionieren nicht mehr. Und fand ich auch nicht ganz so geil, muss ich sagen. Brow Satin. Irgendwas mit Puder drin. Ja, das funktioniert halt für meine Augenbrauen einfach nicht besonders gut.
Und hier habe ich nochmal genauso einen von NYX. Der bleibt auf jeden Fall bei mir. Und dann haben wir jetzt eigentlich nur noch so ganz viele Augenbrauenstifte. Wir gehen jetzt mal im Schnelldurchlauf durch, okay? Morphe Pen, leider irgendwie nicht mehr, da malt nicht mehr richtig. Dann habe ich hier Gucci Augenbrauenstift. Warum habe ich denn einen Gucci Augenbrauenstift? Also der funktioniert noch. Aber ich mag solche Stifte eigentlich bei mir nicht, deswegen gebe ich den weg. Dann habe ich hier mal Kybrow in Cool Brown. Ist nicht meine Farbe, ich glaube, meiner Mama könnte der gefallen. Und dann habe ich den noch in Ebony, das ist schon eher meine Farbe, den behalte ich auf jeden Fall. NYX, einer der besten Drogerie-Augenbrauenstifte, aber der ist schon so gut wie ganz leer und malt auch nicht mehr richtig, der hat keinen Deckel gehabt. Eigentlich muss ich jetzt nur bewerten, ob sie noch gut malen. Der hier malt leider auch nicht mehr besonders gut, das ist von Maybelline, aber den habe ich auch schon sehr, sehr lange. Dann habe ich Brow Wiz in Ebony, einer der besten Augenbrauenstifte von Anastasia Beverly Hills, behalte ich. Ich mag tatsächlich auch die Catrice und Essence Pens, die kleinen, die bleiben auf jeden Fall auch bei mir. Von denen habe ich auch mehrere, glaube ich. Da ist wieder so ein bisschen mit Puder und so drin. Das bringt bei mir leider nichts. Dann habe ich von Make-up Maker einen Augenbrauenstift. Der ist auch ganz nice. Nochmal Essence. Einen von BH, der ist leider zu hell für mich. Manhattan Brow Pro Micro ist auch so ein Pen, aber der malt einfach fast gar nicht. So gut wie nichts kommt dabei raus. Dann habe ich hier noch ein paar andere Farben von dem Essence Pencil. Und den würde ich mal behalten für, falls ich mal irgendwas Blondes schminken muss oder so. Einfach nur, damit ich was habe. Aber ich brauche jetzt nicht besonders viel davon, aber die reichen. Dann habe ich von Florasis diesen Pencil. Boah, das ist einfach viel zu schön, um es wegzuschmeißen. Allein die Verpackung ist der Wahnsinn. Schaut euch das mal an. Das ist einfach nur ein Augenbrauenstift und der sieht einfach so fancy aus. Der bleibt auf jeden Fall bei mir. Dann habe ich She Glam. Ist eigentlich auch ganz gut. Ich brauche immer sehr viele Augenbrauenstifte, weil ich verliere die ständig beim Drehen. Deswegen ist es gut, dass ich viele habe. Ich habe hier noch einen ganz neuen Essence Micro Precise Brow Pencil. Ganz ehrlich, ich glaube, ich gebe den weg, weil ich wirklich genug von denen habe. Und da kann jemand mal ausprobieren, weil die sind wirklich gut. Maybelline. Oh, der sieht ja, der ist komplett leer. Auch gut. Catrice. Du siehst mir ein bisschen hell aus. Was bist du denn? Sieht in Ordnung aus. Dann habe ich leider einen ganz, ganz alten NYX Micro Brow Pencil. Und nochmal zwei. Bitte sei die richtige Farbe. Nope. Der ist auch schon uralt. Also richtig, richtig alt. Da kommt nicht mehr wirklich irgendwas raus. Also die kommen auch raus. Und damit haben wir die Augenbrauen abgeschlossen. Das Ding war ja auch komplett voll. Also ein normaler Mensch braucht trotzdem nicht so viele Augenbrauenprodukte. Aber ich find's in Ordnung. Damit kann ich leben. Okay Leute, was wollen wir als nächstes machen? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe hier neben mir ein paar Eyeliner, die lege ich mal zur Seite, weil das sind nicht alle, die ich habe. Mascara, wie wär's? Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen zu viel. Ich werde da jetzt mal ein bisschen durchhuschen, außer wenn es was zu sagen gibt. Maybelline Sky High mag ich ganz gerne, ist relativ neu. Ich habe so viele alte Mascaras hier drin. Urban Decay Perversion Mascara ist auch so gut wie neu. Übrigens werde ich die nicht an euch geben, weil Mascara, wenn ich die aussortiere, sollte ich vielleicht nicht an jemanden weitergeben. Perversion Waterproof, ich glaube, die habe ich schon sehr lang. Mal gucken, mal gucken. Wow, Lash Freak von Urban Decay, die ist locker schon 2-3 Jahre alt. Das, oh Gott, die sieht nicht... nicht mehr gut aus. Ich glaube, ich werde hier 80% wegschmeißen müssen. Da sind so viele alte Sachen dabei. Die Bad Girl Lash Mascara. Die ist leider auch schon sehr, sehr alt. Oh, You Better Work Essence. Sehr alt. Hello Good Stuff von Essence. Für eine Mascara auch sehr alt. Black Utopia Sleep. Zu alt. Morphe kann ich behalten. Die sind eigentlich alle noch in Ordnung. Ich habe 3 Stück von denen. 4. Vielleicht gucke ich mal, ob der eine irgendwie nicht mehr ganz so geil ist. Die ist komplett neu. I got you. Okay, die hier sieht nicht mehr so geil aus. Die 2 sehen voll in Ordnung aus. Das heißt, die bleiben bei mir. Rem Beauty Mascara. Das ist so ein klassischer Fall von, bei mir sah die echt nicht so geil aus. Miss Manga, die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Got to be Colossal, die war sogar im letzten Video noch drin. Catrice, Lancôme, ganz, ganz alte Mascara. Mini Becker Bang, die hier. Keine Ahnung, woher die auch kommt. Die hat einfach einen Totenkopf auf der Mascara, aber die ist auch schon sehr alt. Die ist noch zu. Ich bin immer stolz, wenn ich was finde, was noch zu ist. Aber ich muss wirklich fast alles wegschmeißen hier. The Real Magnet Mascara. Die habe ich noch nicht so lange offen. Ich glaube, die behalte ich mal noch.
Hier ist meine Adriana Lima Mascara. Das ist die Maybelline Total Temptation. Die habe ich mir unterschrieben bekommen von Adriana Lima. Das heißt, die behalte ich einfach nur deswegen. Aber nicht, weil ich sie noch benutzen will, weil das ist schon sehr viele Jahre her. Zweimal Rare Beauty, ist auch noch nicht so alt. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob irgendeine davon leer ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass eine ein bisschen leer war. Ich glaube, es war die hier. Das heißt, die hier kommt raus, die hier bleibt da. Die hier habe ich aus meiner Mystery Box, die Ilia Mascara. Die ist auch noch gut, würde ich sagen. Die habe ich noch nicht so lang offen jetzt. Das heißt, die bleibt bei mir. Das hier finde ich gerade richtig traurig, aber das sind so bunte Mascaras von ColourPop und die habe ich jetzt schon echt lang. Also ich glaube auch schon so 2 Jahre oder so. Das heißt, die sollte ich wahrscheinlich nicht mehr aufs Auge machen. Die sind auch schon sehr, sehr trocken. Das heißt, it was nice with you, but we have to separate. Nochmal eine blaue Mascara von Maybelline. Die kann ich auch nicht mehr behalten. Die ist auch schon viel zu alt. Die habe ich noch gar nicht richtig gesehen. Wo kommt die denn her? Die habe ich noch nicht lang. Okay, die bleibt einfach blau. Ich glaube, ich muss die Perversion Waterproof auch rausschmeißen. Fuck. Und die Too Faced Better Than Sex, glaube ich auch. Yep, die ist richtig gut. Dann habe ich hier die MAC Stack Mascara. Die habe ich zu Hause auch nochmal. Das heißt, die gebe ich weg. Die ist nämlich noch komplett zu und nicht so alt. Roller Lash ist auch sehr alt. Meine allerliebste Lieblingsmascara von allen Mascaras. Anastasia Beverly Hills Lash Brag heißt sie, glaube ich. Ja. Yep. Die hier ist, glaube ich, relativ eingetrocknet schon. Aber bin ja natürlich vorbereitet, Leute. Brandneu. Und dann habe ich jetzt hier 3 Lengthening Mascaras von ColourPop. Auch so in Burgundy und so. Das ist eigentlich richtig geil. Aber ich habe sie noch nicht ausgepackt bisher. Ich mache mal auf und gucke, ob der Zustand noch gut ist. Sehr gut. Okay. Wisst ihr was? Ja, da ist voll viel übrig geblieben. Die war auch fast voll, die Kiste, ne? Also bis hier oben. Ist okay für mich. Ist immer noch ein bisschen da, also ist okay. Machen wir jetzt zuerst Eyeliner oder zuerst Kajal oder zuerst Wimpern. Ich glaube, die Wimpern behalte ich noch. Ich habe so viele interessante Sachen hier drin, die ich euch zeigen will. Wisst ihr was? Ich glaube, ich fange mit dieser Schublade hier an. Oh Gott. Das hier ist eine Schublade voller Glitzerpigmente und so weiter. Die werde ich nicht weggeben. Ich muss nur durch die hier durchgucken. Das sind von ColourPop so Glitzergel und durch die Eyeliner, weil da kann es sein, dass einige eingetrocknet sind. Aber alles andere werde ich auf jeden Fall behalten. Das ist einfach die geilste Schublade, die ich habe. Ich finde das so satisfying und so toll. Und das meiste davon geht halt auch nicht kaputt, deswegen ist es perfekt. Da das hier alles ColourPop ist, muss ich da tatsächlich jetzt mal reingucken. Ist nicht gut. Sagen wir es so. Das sieht noch in Ordnung aus. Okay, das hier ist jetzt die Glitter-Gel-Ausbeute. Ich habe ehrlich gedacht, dass es schlimmer wird. Die sahen eigentlich noch viel besser aus, als ich erwartet habe. Gucken wir mal, wie es bei den Eyelinern ist. Und das hier sind die Überbleibsel von den Eyelinern. Also auch fast alle haben überlebt. Ich glaube, 1 oder 2 habe ich jetzt weggeschmissen. Ansonsten habe ich hier noch so ein paar Primer. Ich habe noch so einen Lid Lacquer von NYX, was ganz cool ist, weil das ist wie so Gloss für die Augen. Ich weiß nicht, ob man das noch wirklich benutzen sollte. Ich weiß nicht, wie lange ich das schon habe. Aber es ist in einer Tube drin und es sieht noch gut aus. Also behalte ich das mal. Dann habe ich so ein paar Glitter Primer. Die sehen eigentlich bisher auch alle noch gut aus. Ich glaube tatsächlich, dass ich den hier wegschmeiße. Boah, dieser Glitter Primer ist echt interessant. Der ist von ASOS. Der sieht echt gut aus. Ich habe ein Mixing Medium. Ich wusste nicht, dass ich ein Mixing Medium habe. Jetzt weiß ich es wieder. Okay, das ist komplett ausgetrocknet. Och, schade. Heavy Metal Glitter Gel von Urban Decay. War richtig nice, aber leider ausgetrocknet. Und dann habe ich hier noch so ein Glitter Liquid. Da schwimmt schon ein bisschen Zeug drin. Das ist aber auch schon locker 12 Jahre alt. Kann weg. Und den Rest, wie gesagt, den werde ich behalten, weil das sind alles Pigmente und so. Das ist für Special Occasions. Also die benutze ich nicht oft, offensichtlich. Aber für Sachen mischen, verschiedenes Glitzer und so weiter, das werde ich nicht weggeben, weil ich brauche die Sachen einfach für meine crazy Make-ups zum Teil auch. Und deswegen wird das alles bei mir bleiben. Deswegen bleibt die Schublade eigentlich so, wie sie ist. Wäre auch richtig schade, wenn nicht, weil die ist richtig schön. Okay, Leute, ich habe jetzt hier eine neue Schublade voller Eyeliner und eine voller Liquid Liner und einen Gel Liner, den wir gleich machen. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die
normalen Eyeliner an. Fun Fact, ich habe einfach keine schwarzen Liquid Eyeliner mehr gefunden, bis ich angefangen habe, alles zusammenzuräumen. Und ich habe so viele. Ich konnte keinen einzigen finden beim Videodrehen. Erstmal haben wir hier ein paar neue. Die sind von Rem Beauty. Zweimal in Midnight Black. Ich glaube, dass die komplett neu sind. Lass mich mal schauen. Das ist ein Kajal. Das ist sehr gut. Dann sind sie nicht komplett neu. Nice. Okay, der hier geht auf jeden Fall in meine neue Kollektion. Der muss da rüber. Dann habe ich hier zwei Better Than Sex Liner. Einer der absolut besten Eyeliner, meiner Meinung nach. Ich kann nicht mehr reden, Leute. Der hier sieht nicht mehr besonders gut aus. Die sind sehr alt. Wobei der hier, dem geht's gut. Den machen wir hier rein. Dann habe ich hier Rare Beauty. Der ist leider schon echt ausgetrocknet. Nochmal einer. Nope. Der hier vielleicht? Warum habe ich drei? Dem geht's gut. Okay, den hier behalten wir. Puh, Gott sei Dank. Einer meiner Lieblingsliner, NYX Epic Ink. Wer mich kennt, weiß es. Der bleibt definitiv bei mir. Von dem habe ich hier nochmal einen. Und nochmal einen. Dem geht's nicht mehr so gut. Der ist fast neu. Das macht mich gerade so happy. Das hier, soll ich euch erzählen, was das ist? Ich hatte mal eine Kollektion in Arbeit. Ich kann euch jetzt nicht viel dazu sagen, aber die ist dann nie passiert. Aber wir hätten einen Liquid Liner gemacht, einen Pinsel Liquid Liner. Und das war der Prototyp und der war richtig gut. Goodbye. Ich habe hier den Essence 24 Ever Ink Liner in Intense Black. Der ist einfach wirklich mit Abstand am intensivsten. Das ist der kleine hier unten. Okay, wow, das hier ist jetzt gerade übrig geblieben von meinen Eyelinern. Das ist jetzt nicht unbedingt eine riesige Auswahl, aber das sind jetzt die schwarzen Liquid Liner. Ich habe ja noch ein paar andere hier. Ich werde jetzt einfach aus meiner Schublade hier die einzelnen Fächer rausziehen. Das ist am einfachsten. Ihr seht es gerade nicht, aber die Schublade liegt vor mir. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Meine Hand sieht schon super aus. Was ich auf jeden Fall behalte, was ich euch schon sagen kann, sind meine Super Beauty Liner. Ich habe viele davon. Und ich bereue gar nichts. Das sind wirklich mit die besten wasseraktivierten Eyeliner, die ich habe. Deswegen bleiben die bei mir. Ich liebe die über alles. Von denen habe ich auch noch eine Palette. Da sind noch so ein paar bisschen andere Farben drauf. Ich glaube, da ist irgendwas auch UV aktiviert. Da steht UV Grunge drauf. Ich schätze mal, dass da auch irgendwas damit passiert. Die packe ich also auch da rein. Was ich auch habe, ist die Morphe und Abby Roberts Palette. Und ich muss sagen, die hier sind wirklich nicht gut. Zumindest für mich und meinen Anspruch, sage ich mal, sind die einfach nicht so geil wie die Super Beauty Liner. Die hier habe ich nicht ausprobiert, die schwarzen. Der schwarze, der blaue und der pinke. Vielleicht sind die geiler. Ich werde sie auf jeden Fall hier reinpacken. Vielleicht kannst du die mal ausprobieren. Möglicherweise sind die ja besser als die anderen, die ich probiert habe. Aber ich fand die sehr, sehr schwierig aufzutragen und sehr dick. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Deswegen weg damit. Und wenn es euch auch nicht gefällt, dann schmeißt es weg, gell? Dann habe ich hier schon mal so ein paar Liquid Eyeshadows. Moment, ich muss meine Hand kurz sauber machen. Der hier ist noch gar nicht so alt, der ist von Too Faced. Ich hoffe, dass es dem noch gut geht. Der ist komplett eingetrocknet. Ich hätte wirklich gedacht, dass der überlebt so lange. Goodbye. Zwei habe ich von Kylie, da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Der sieht noch gut aus. Hätte ich nicht gedacht. Der hier leider nicht, aber der Orangen hat es tatsächlich überlebt. Der sieht noch wirklich, wirklich gut aus. Und dann habe ich hier noch einen von MAC. Der ist noch in Ordnung. Die zwei Arme einsam. Noch so ein paar Gel-Eyeliner und so habe ich hier. Ich habe Anastasia Beverly Hills. Ich weiß nicht, ob da noch was kann. Habe ich einen Pinsel hier zufällig? Riesenstudio, aber keinen Pinsel. Schwierig. Der von Pretty Vulgar scheint noch okay zu sein. Das ist ja so funny. Das ist kein wasseraktivierter, das ist ein Gel-Eyeliner. Hier ist noch einer. Der rappelt zumindest nicht. Oh, der sieht genauso schlimm aus. Okay, weg damit. Komm, bevor ich es bereue. Ich habe hier noch einen. Ich weiß gar nicht. Oh, nee. Von Teddy. Oh, nein. Und dann habe ich jetzt hier noch von Avelia Lashes so drei wasseraktivierte. Die werde ich auf jeden Fall noch behalten.
Das heißt, ich behalte eigentlich nur den hier als einen einzigen Gel-Aligner, obwohl ich den eigentlich auch austauschen müsste. Und die drei kleinen hier. Oh mein Gott, das geht einfach nicht mehr weg. Freunde der Sonne, wir haben hier noch mehr Glitzer-Lidschatten und Liquid Eyeshadows. Erstmal habe ich hier die ganzen Rare Beauty Liquid Eyeshadows und ich benutze die so selten. Ich glaube, ich werde zwei Farben behalten, weil die doch alle sehr ähnlich sind. Ich denke, ich behalte jetzt einfach mal die beiden hier und die drei, die sehen sehr, sehr identisch aus. Die gebe ich weg, weil da freut sich bestimmt jemand drüber. Und die zwei Babys, die bleiben bei mir. Joffrica Metallic Eye Make-up. Uff, was ist denn da passiert? Das sieht wild aus. Boah, der ist ja schön. Der ist von Cash Beauty. Habe ich den überhaupt schon mal ausprobiert? Oh mein Gott. Ist der andere auch noch okay? Der ist noch nicht so alt. Der muss eigentlich in Ordnung sein. Wow. Die sind super hübsch. Keine Ahnung, ob ich es erkennen kann. Die zwei oberen hier sind's. Noch mehr Kylie. Das sieht aber gar nicht gut aus. Oh, das sieht doch gut aus. Na dann, ab zu den anderen. Dann ist er nicht mehr alleine. Hier ist ein Metallic Liquid Eyeshadow von The Body Shop und der ist noch zu, das heißt, der kommt da rein. Beauty Bay Living the Best Light habe ich jetzt ganz viele Farben. Oh, ich habe echt erwartet, dass der eingetrocknet wäre. Die Verpackung ist anscheinend 10 von 10. Ist, aber jetzt ist das Ding kaputt. Mann. Tatsächlich funktionieren die alle noch wunderbar. Bei Stila habe ich eher, eher oft das Problem gehabt, dass die austrocknen, was in dem Fall jetzt auch so war. Hier haben wir noch einen. Da kommt gar nichts mehr. Ja, die von Stila trocknen leider echt aus über die Zeit. Ich habe jetzt hier welche von Too Faced. Die sehen total hübsch aus, aber die haben sich ultra eklig abgesetzt. Vielleicht, wenn man die schüttelt. Ich glaube, ich habe die noch nie benutzt. Die sind auch noch nicht so alt. Ich glaube ehrlich, dass ich sie einfach mal ein bisschen durchschütteln muss. Aber die sind bestimmt auch schon wieder 2 Jahre alt. Kann das sein? Es riecht auf jeden Fall nicht komisch. Ich glaube echt, dass da einfach relativ viel von irgendwas drin ist, was sich dann gern mal absetzt. Weil an sich habe ich eigentlich das Gefühl, dass die noch in Ordnung sind, obwohl es echt nicht danach aussieht. Der hier, der lässt sich gar nicht zusammenmischen mehr. Das heißt, den schmeiße ich tatsächlich weg. Aber die anderen würde ich jetzt einfach mal behalten und gucken. Vielleicht kann ich ja doch noch mal ein, zwei Mal wenigstens benutzen, bevor ich sie wegschmeißen muss, weil die sind eigentlich echt schön. Ich habe jetzt mal die Kylies hier mit dazu gemacht und den von MAC und jetzt sieht es richtig satisfying aus. Das heißt, gut, dass ich die behalten habe. Das sieht richtig nice aus jetzt. Dann haben wir hier haufenweise Liquid Eyeshadows von Rem Beauty. Und ich weiß, dass ich die einmal geswatcht habe, nicht so lange her. Aber ich benutze so selten Liquid Eyeshadows und ich habe eben noch welche, die, ja, wie ihr gesehen habt, vielleicht dringender weg müssen. Deswegen würde ich alle komplett hier reinnehmen, weil ich habe die einmal geswatcht und sonst nichts damit gemacht. Was ich auf jeden Fall benutze, ist von Super Beauty diese Opaques. Die sind so gut. Ich weiß nicht, wo meine anderen sind. Die sind irgendwie verschwunden. Aber das ist im Grunde ein Creme-Lidschatten oder eine Base, die man auch einfach drauf machen kann. Und das ist richtig, richtig deckend. Das ist richtig nice. Deswegen gebe ich das mal zu meinen Super Beauty-Sachen. Das passt da ganz gut rein gerade. Dann haben wir hier nochmal Stila. Der sieht tatsächlich noch gut aus. Wow, hätte ich nicht erwartet nach dem letzten Mal. Einmal Dear Dahlia. Der sieht noch richtig schön aus. Wow, der ist wahnsinnig schön. Den sollte ich mal öfter benutzen. Diese kleinen, die von BH Cosmetics, ich werde die hier wegschmeißen. Hier ist noch ein komplett neuer. Den habe ich nicht aussortiert, weil der Silber ist, aber ich habe ihn auch nicht benutzt. Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich ihn behalten soll oder nicht. Silber ist nicht so die einfachste Farbe, finde ich. Ich werde den behalten. In der Hoffnung, dass ich noch benutze. Dann habe ich jetzt noch zwei Fluid Eye Paints von About Face, der Marke von Halsey. Die sind noch in Ordnung. Die habe ich auch noch nicht ewig. Wisst ihr was? Ich werde den hier weggeben, weil den weißen werde ich eher benutzen als den hier. Und ich finde es schade, weil die sind richtig gut und ich habe es auch nur einmal geswatcht. Also rein damit. Und habe ich noch einen Creme-Lidschatten von Smashbox. Der sieht total schön aus. Wow, die Farbe ist ja der Wahnsinn. Dieses Rotbraun hier. Aber ich habe es noch nie benutzt und er liegt schon jetzt eine Weile hier. Das heißt, auch von jemandem, der ihn benutzt. Wenn ich meine zwei Rare Beauties da reinlege, sieht es jetzt so aus. Schon mal ganz nice.
Das heißt, das kommt auch hier rein. Ich habe jetzt hier so ein ganzes Ding frei, weil ich einfach zu viel aussortiert habe. Ich habe hier so ein komplettes Eye-Pencil-Set, was eigentlich auch noch komplett unbenutzt ist. Oder vielleicht höchstens mal einmal irgendwas davon. Ich bin mir nicht sicher. Das heißt, das hier kommt da rein. Was ich richtig traurig finde, aber es muss langsam aber sicher sein, das sind meine ganzen NYX Jumbo Eye Pencils und ich habe die seit den Face Awards oder vor den Face Awards noch. Und da das Eye Pencils sind und ich die auch auf die Wasserlinie mache, es tut mir so leid. Oh, nee. Ich liebe die. Ich muss die leider nachkaufen jetzt. Aber das ist mir zu unsicher, ehrlich gesagt, die so weiter zu benutzen. Noch eine leere. Okay, ich habe jetzt 8 von diesen hier. Mit verschiedenen Sachen von Eyeliner. Ich habe hier einmal Liquid Liner in verschiedenen Farben. Die gehen wir mal schnell durch. Metal Liquid Liner noch komplett zu. Weiß. Brauner Eyeliner, ganz schön. Der funktioniert nicht besonders gut. Okay, einige habe ich weggeschmissen und einige behalten wir. Ich würde sagen so Hälfte, Hälfte oder so. Ein bisschen weniger als die Hälfte habe ich weggeschmissen. Next up, schwarze Eye Pencils. Ich glaube, da muss ich auch sehr viel wegschmeißen. Das Gute ist, der hier ist neu. Das heißt, den behalten wir schon mal. Boah, ich muss mich jetzt durchswatchen, Leute. Oh! Der ist einfach wie Knete. Oh! Ich habe einen dunkelgrünen gefunden, der sieht richtig nice aus. Das heißt, den packe ich hier rein, der ist komplett neu. Ich wollte ihn gerade swatchen, aber ich war schnell genug, es zu bemerken. Der sieht auch nice aus, das ist auch ein Gel-Liner von Colourpop. Der ist auch neu. Meine Kamera hat gerade aufgegeben, ich bin mir nicht sicher wann, aber das hier sind die Überbleibsel plus der hier, der ist ja noch neu. Das heißt, das sind meine grauen und schwarzen jetzt, was schon ein ganzes Stück weg ist. Weiß und hell und alles mögliche in dem Bereich habe ich hier. Ich kriege das einfach nie wieder von meiner Hand, Leute. Dieser lilane. What? Sehr alt. Ich habe mich jetzt entschieden, dass alles, was komplett zu ist, noch ich einfach weggebe, außer ich brauche es wirklich. Was bei den meisten Sachen eben nicht der Fall ist, offensichtlich. Highbrow von Benefit ist übrigens einer meiner Lieblinge, gerade so für Nasenhighlight und sowas. Mache ich sehr gerne mit Highbrow oder allgemein auch mit solchen dickeren Stiften. Ich glaube, Essence hat auch einen, der habe ich gerade eben weggeworfen. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber der ist richtig, richtig gut. Okay, wow. Das war eigentlich sehr viel mehr vorher. It's weird. Feels weird. Dann haben wir hier Metallic Liquid Liner. Da gehört eigentlich der von vorhin dazu. Beziehungsweise, ich glaube, das sind auch ganz normale, flüssige, schwarze Eyeliner. Ich glaube, alles, was flüssige Eyeliner sind, sind hier drin. Sehr gut. Das ist der größte Scheiß, den ich jemals ausprobiert habe. Das ist von Nude Sticks Rock'n'Roller Easy Eyeliner Ink. Und das ist einfach wie so ein Pizza-Cutter. Das ist wirklich der dümmste Applikator auf dieser Erde. Also es funktioniert irgendwie, aber sobald man das aufs Auge auftragen will, ist es ein absoluter Schwachsinn. Ich werde den safe wegschmeißen. Macht gar keinen Sinn. Ich habe hier einen Neon UV Eyeliner. Den habe ich bei Amazon gekauft, aber noch nicht so lange her. Der bleibt auf jeden Fall bei mir. NYX Epic Wear ist auch richtig, richtig krass. Der hält richtig gut. Wow! Ich habe einen Liquid Liner von Anastasia Beverly Hills gerade gefunden hier drin. Und der ist auch ultra dunkel. Also richtig nice. Freue ich mich drauf. Fenty Beauty, uralt, funktioniert nicht mehr. Das ist auch sehr aussortiert, würde ich sagen. Ihr merkt schon, aus dieser Kategorie mache ich halt echt sehr wenig hier rein. Außer es ist wirklich neu. Weil es sind Kajalstifte, dass ich gehe in mein Auge damit und sowas. Und ihr eventuell auch. Deswegen nur neue Sachen kommen hier rein. Next up, so Lidschattenstifte. Diese Shadow Sticks von About Face sind richtig nice. Die gefallen mir richtig gut. Das ist jetzt mein Ersatz für meine NYX, wie heißen sie, Jumbo Eye Pencils. Oh, ich habe noch einen Eyeliner gefunden. Oha, von Catrice. Der sieht richtig gut aus. Ab in die schwarzen Eyeliner, würde ich sagen. Ich habe hier so richtig schöne Shadow Sticks von By Terry.
Und die habe ich, glaube ich, nee, die habe ich noch nie benutzt. Und ich gebe die weg, weil ich habe die schon länger und ich habe die nie benutzt. Love Cosmetics, The Glorious. Der ist auch noch komplett neu, oder? Nee. Oh nee, der ist nicht neu. Oh, und der sieht auch nicht mehr gut aus. Der hat so ganz viel Grau außenrum. Ich glaube, das sollte gehen. Ich habe hier noch so einen richtig schönen schimmernden von Ico. Den werde ich auch da reingeben. Den braunen habe ich jetzt mal behalten. Es sind nur noch 4. Ich hatte vorher irgendwie 200 gefühlt. Scheiße. Dann habe ich so dunkelgrün, ein bisschen lila mit drin. So irgendwelche so Emerald-Farben und sowas. Manche sind so hart eingetrocknet, man sieht schon von Weitem. Den hier behalte ich, glaube ich, obwohl er neu eingepackt ist. Das ist ein richtig interessanter Khaki-Ton. Ich weiß nicht, wann ich das benutzen werde, wann ich es brauchen werde, aber falls, habe ich es hier. Der ist einfach knallorange. Linda Hallberg. Ich mag diese Essence Smoky Crystal Eye Pencils extrem gerne. Die haben eine richtig schöne Textur. Und die von ColourPop mal wieder komplett eingetrocknet. Meine Güte. Es sind noch 5. Übrigens, bei den Sachen, die komplett neu und zu sind, kann ich natürlich jetzt nicht garantieren, dass die hundertprozentig perfekt funktionieren. Weil ich werde die jetzt in dem Fall nicht ausprobieren, aber ihr könnt es einfach selber testen und gucken, ob da noch was geht oder nicht. Manchmal, selbst wenn sie zu sind, manche trocknen einfach aus innerhalb von ein paar Monaten. Was echt seltsam ist, aber funktioniert manchmal. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier noch haufenweise bunte Eyeliner. Ich glaube, da werde ich nicht ganz so viele wegwerfen. Mal gucken, weil jetzt gerade ist es wirklich komplett voll, wie ihr seht. Die fallen einfach auseinander, wenn ich den Deckel aufmache. Aber der funktioniert noch. Das ist ein süßes Fliederlila. Ganz, ganz hell. I like it. Manche von denen von ColourPop funktionieren auch voll gut. Ich weiß nicht, was da jetzt der Unterschied ist. Bei manchen ist es einfach komplett schon vorbei, obwohl ich die gefühlt nie benutzt habe. It is broken. NARS, du bist eigentlich zu teuer für sowas. Wow, ich habe hier nochmal so einen richtig geilen Khaki-Ton. Ist es vielleicht der gleiche? Nein, das ist ein anderer Ton. Okay, spannend. Der sieht richtig geil aus, der gefällt mir. Aber ich packe ihn mal zu den anderen dazu. Wow, oh, das ist von der Game of Thrones Kollektion von Urban Decay. Das ist so faszinierend. Das ist einfach wie ein durchsichtiger Stift, aber mit Duochrome Glitzer drin. Sieht ultra geil aus, wirklich. Ich weiß nicht, wie gut man es erkennen kann, aber das sieht richtig, richtig cool aus. Ich bin gerade knallhart, ey. Die Sachen, die wirklich eingepackt sind, schmeiße ich alle hier rein für euch. Vielleicht bin ich doch nicht so knallhart, weil die Farbe ist so toll. Das ist die Mauve von NYX Cosmetics. Sieht so geil aus. Wow. Behalte ich. Hier sind schon so ein paar, die mich so ein bisschen ansprechen. Aber von solchen Farben habe ich relativ ähnliche. Deswegen kommen die weg. Nice. NYX Vivid Brights Eyeliner. Richtig, richtig gut. Ich habe ein paar von denen. Die kommen jetzt hier gerade raus. Und die sehen alle noch richtig nice aus. Ich habe hier noch so einen Fliederton, den werde ich jetzt auch erstmal behalten. Ich sehe bei den Eyelinern tatsächlich auch keinen Anlass, sie wegzuschmeißen, wenn sie nicht zu alt und vertrocknet sind. Aber das hier ist die Ausbeute jetzt, also ein bisschen mehr als die Hälfte, würde ich sagen. Ist noch in Ordnung, damit kann ich noch leben. Und die letzte Kategorie sind so dunkelbraun, dunkelrottöne, sowas in die Richtung. Da habe ich hier einen von Charlotte Tilbury, der sieht super spannend aus. Das ist ein richtig schönes, dunkles Rotbraun. Ich werde ihn gar nicht erst auspacken. Ich glaube, da freut sich jemand drüber. Das hier hat mal mein Hund angekaut. Den kann ich nicht weggeben. Die sehen aber auch echt noch gut aus. Es ist wirklich nur der Deckel, den sie angekaut hat. Und hier so ein bisschen am Stift. Aber sie hat den Stift selber, ja, den kann man ja spitzen, ne? Wow, der von Rem Beauty ist ja toll. Okay, der bleibt. Manche von diesen Farben sind so schön. Ich muss echt wieder mehr Make-up machen, merke ich gerade, weil ich habe viele davon einfach nie ausprobiert. Das ist so traurig.
meine Speicherkarte war schon wieder voll, Leute. Ich kann nicht mehr. Das ist jetzt die Ausbeute von dieser Kategorie. Die ist auch ein bisschen über die Hälfte noch voll. Das ist echt der Scheiß, wenn ich hier alleine drehen muss, weil wer guckt, dass die Kamera läuft, wer guckt, dass die Speicherkarte nicht voll ist. Ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Ich muss immer aufstehen zum Zoomen und gucken und bla bla bla. Das ist ein bisschen anstrengend. Gut, okay. Die hier packe ich jetzt hier rein und wisst ihr was, Leute? Ich habe jetzt noch eine riesige Kategorie vor mir. Und zwar die Wimpern. Und ich glaube, das wird echt lang dauern, da durchzugucken. Das hier ist das Ergebnis von diesem Aussortieren hier. Diese Einheiten waren gerade eben noch gar nicht hier drin. Das heißt, ich habe zwei komplette Dinger freigeräumt. Beziehungsweise eigentlich drei, weil das ist ein doppeltes. Aber ja, so sieht das jetzt aus. Okay, Leute, kommen wir zur größten Kategorie von diesem Video jetzt. Und zwar den Lashes. Ich habe nämlich nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern drei riesige Lashboxen. Sollen wir die einfach mal komplett auskippen, um zu sehen, was für Unmengen an Wimpern ich habe. Wo fängt man da an? Okay, Leute. Einmal. Zweimal. Okay, und der nächste Karton. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass ich hier so gut wie nichts weggeben werde, auch wenn ich darin schwimmen kann. Literally. Man kann drin schwimmen. Aber ich brauche tatsächlich immer sehr, sehr unterschiedliche, sehr viele verschiedene Lashes und die gehen nicht kaputt. Also warum sollte ich sie weggeben? Aber natürlich gucken wir jetzt mal durch. Wir finden bestimmt was, was wir an euch weitergeben können. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hier habe ich von Jordy's Make-up Brand. Gott, It's Likely Make-up. Ich weiß gerade echt nicht, wie die Brand heißt. Likely? Ich weiß es nicht. Die hat so richtig, richtig coole Lashes, aber mir fehlen da ein paar. Nur werde ich die hier, werde ich auf keinen Fall weggeben. Die sind sehr, sehr special und sowas brauche ich für so Special Occasions auf jeden Fall. Dann haben wir hier meine Amazon-Wimpern, meine geliebten Manga-Amazon-Lashes. Ich weiß nicht, wo der Deckel von dem Ding ist, aber die behalte ich auf jeden Fall auch. Ich lege die mal nach da hinten. Ein riesen Lash-Story-Lash-Book. Da sind noch voll viele Wimpern drin. Habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr angefasst, ey. Die hier können wir wegwerfen. Wir haben hier so ein paar, die keine Paare sind. Die sortiere ich hier mal ein bisschen aus, aber ansonsten, ja, das bleibt erstmal intakt, würde ich sagen. Ich habe was richtig Cooles gleich. Moment. Ich habe hier eine ColourPop It's Faux Foaming Lashes Set Box. Richtig, richtig nice. Die sind auch richtig gut. Ich habe ein paar davon benutzt bisher. Die sind aber richtig weich und richtig toll. Also, ich überlege gerade, ob ich die weggeben soll. Das ist ein Paar, was ich schon benutzt habe. Das kann man ja rausmachen. Ich kann es euch auch reinigen, aber ich weiß ja, wie ihr das wollt. Aber an sich habe ich die anderen alle nicht benutzt. Das heißt, eventuell mache ich einfach das eine Paar raus. Das ist doch eine gute Idee. Ich mache das eine Paar raus und gebe die an euch, weil ich habe so ähnliche auf jeden Fall von anderen Brands noch. Ich habe doch hier was freigeräumt. Dann machen wir das doch direkt rein. Let's go. Dann bekommt ihr auf jeden Fall richtig viele Lashes minus ein Paar. Es tut mir leid. Vielleicht lege ich euch da noch irgendwo ein paar dazu oder so. Dann habe ich hier noch mehr von diesen Manga-Lashes von Amazon und so ganz billo, richtig fette Lashes von Amazon, die aber auch richtig geil sind für Spooktober-Looks, weil die ultra krass sind. Also die sind übertrieben dicht und so. Deswegen bleiben die auf jeden Fall bei mir. Und hier ist jetzt was, was richtig spannend ist. Oh, Moment. Schaut euch mal bitte diese Wimpern an. Die sind einfach so, so riesig. Die sind auch von Amazon. Das sind alles so Spooktober-Lashes und sowas, deswegen denkt euch nichts dabei. Auf jeden Fall habe ich hier was richtig Cooles. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal gezeigt habe oder nicht. Wahrscheinlich schon im letzten Aussortiervideo, ich bin mir nicht sicher. Das sind alles so Samples von meiner BH-Kollektion damals mit den Wimpern. Das heißt, sie haben mir ganz, ganz viele Samples geschickt von Sachen, die machen. Und dann habe ich gesagt, okay, in die Richtung soll es gehen. Und dann aber ein bisschen mehr Haare oder ein bisschen mehr Abstand, ein bisschen anderes Bändchen und so weiter. Das heißt, ich habe hier halt einfach nur haufenweise Lash-Samples. Und dadurch, dass da wirklich alles mögliche an Lashes drin sind, die man jemals gebrauchen kann, werde ich die auch tatsächlich behalten in irgendeiner Schublade. Ich mache die jetzt einfach mal. Ich gucke gleich mal wohin. Dann habe ich hier von Cash Beauty so eine Lash-Kollektion. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich die nie aufgeklebt habe. Vielleicht dieses eine Paar da. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Die anderen sind auf jeden Fall alle noch komplett neu. Ich glaube nicht, dass ich die auch geklebt habe, ehrlich gesagt. Ich gucke mir das nochmal genauer an, aber den Rest gebe ich weg, weil irgendwie greife ich nie zu denen. Ich weiß gar nicht, warum. Die sind eigentlich echt ganz schön, aber ich glaube, irgendwas daran, wie die aussehen, ist einfach nicht mein Vibe. Und deswegen
kommen die nach hier hinten. Dann habe ich noch mehr Crazy Amazon Lashes. Oh, die muss ich euch zeigen. Das sind die anderen davon. Ich finde gerade die anderen nicht, die sind ja auch irgendwo. Aber ich habe hier so ultra riesige Lashes. Das hier ist aber von Leni Lash. Das sind so grüne, ganz wilde Wimpern. Das sieht jetzt einfach nur ein bisschen crazy aus, weil die sich gedreht hat innen. Aber die funktionieren auf jeden Fall noch. Und vor allen Dingen die hier sind geil. Die sind einfach so ultra lange, weiße Wimpern. Perfekt für so Spooktober-Halloween-Looks. Die sind von Eldora Lashes und die sind richtig, richtig nice. Die haben richtig crazy Wimpern. Also falls ihr für irgendwelche Halloween, Fasching, Karneval-Looks, irgendwelche richtig krassen, bunten Wimpern braucht, könnt ihr da mal vorbeischauen. Die sind wirklich richtig nice. Ich habe noch irgendwo hier lilane und grüne, glaube ich. Aber wo soll ich jetzt finden? Die gehen auf jeden Fall nirgendwo hin. Die bleiben bei mir. Jetzt habe ich hier haufenweise Unicorn Lashes zum Beispiel. Ist auch eine meiner Lieblings-Lash-Brands immer gewesen. Aber ich greife dazu momentan sehr selten. Das heißt, ich glaube, ich sammle mal so ein paar zusammen und gucke dann auch mal, was ich behalte. Oh, ich habe pinke gefunden von diesen Crazy Lashes. Okay, ein paar habe ich jetzt bestimmt übersehen, aber wir gehen mal durch. Die sehen nicht mehr geil aus. Die sind richtig, richtig hübsch. Sehr schön, benutze ich aber sehr selten sowas. Die sind fast alle noch neu übrigens, also nicht wundern, dass ich jetzt einige da reinschmeiße. Ich habe hier ganz viele Packungen noch von meinen eigenen Lashes, die hier zwischendrin irgendwie rumwursteln. Das ist leer. Die sind komplett neu, die packe ich mal da rein. Irgendjemand wird sich darüber hoffentlich freuen. Flex Lashes auch komplett neu. Ich habe noch einige, deswegen wundert euch nicht. After Midnight nochmal, die gebe ich mir jetzt nämlich. Und die hier sind 12 out of 10, die habe ich aber auch schon benutzt. Das heißt, die bleiben bei mir. Die Verpackung. Die hat mein Hund mal gekriegt. Die ist komplett zerfetzt. Okay. Leer. 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 Nochmal weiß. Okay, ich habe mal versucht, einige von meinen Melody Lashes zusammenzusammeln. Melody Lashes mag ich sehr gerne. Vor allen Dingen sind das hier eine meiner absoluten Lieblingslashes. Das sind die Taco Lashes von Naomi. Ich liebe diese Wimpern über alles. Wirklich über alles. Ich liebe sie. Die schönsten Wimpern, die jemals erfunden wurden. Und ich könnte kaum ohne sie leben. Ich liebe sie. Naomi, vielen Dank an dieser Stelle für diese wunderschönen Wimpern. Da ich absolut obsessed mit den Taco Lashes bin, behalte ich die auf jeden Fall. Und beim Rest gucken wir jetzt mal. Guck mal, wie cool die hier aussehen. Die sind einfach innen so super klein und dann plötzlich so richtig lang. Die sehen richtig nice aus. Das ist Fluff von Melody Lashes. Behalten wir. Okay, ich habe hier noch so ein Lash-Set von Melody Lashes. Ich glaube, das ist richtig süß zum Verlosen. Das gefällt mir gut. Das habe ich auch noch nicht benutzt. Das kommt hier rüber. Wow, Leute. Das hier sind die gleichen wie die weißen, nur in schwarz. Guckt euch das mal an. Das ist so fucking cool für solche richtig crazy Looks. Ich lieb's einfach. Rein damit. Okay, wo machen wir weiter? Ich habe keine Ahnung. Ich habe hier einige von diesen House of Lashes Dingern. Finde ich an sich total süß, aber benutze ich eigentlich nicht. Das heißt, ich glaube, ich werde da die Lashes rausräumen. Also nicht wundern, ich werde die Lashes rausnehmen und dieses Case auf jeden Fall mit reinlegen, weil das ist cool auch zum Verreisen oder so, wenn man vielleicht ein paar Wimpern mitnehmen will oder eben, keine Ahnung, die nicht mehr in ihrer richtigen Verpackung haben will, weil man die Verpackung weggeschmissen hat oder so, dann kann man es da reinmachen. Das ist eigentlich ganz geil. Ich habe hier nochmal so eine kleine Lash Story. Ich glaube, dass ich da das Gleiche mitmache. Ich finde es total süß. Oh, wobei, da ist ein Loch drin. Dann, ganz ehrlich, schmeißen wir es weg. Oh, ich habe hier noch von Valley's Beauty, habe ich noch lilane Lashes gefunden. Auch gut. Nochmal Unicorn Cosmetics aufgetaucht. Die hier sind echt nicht so geil, aber die hier sehen nice aus. Die machen wir hier rein. Ich merke gerade, dass die anderen, glaube ich, nicht Fluff hießen, weil da sind jetzt riesige, riesige Lashes drin und die heißen Fluff. Das heißt, ich habe das andere einfach in falsche Verpackung gemacht. Das heißt, ich weiß nicht, welche Melody Lashes diese coolen waren. Es tut mir leid. Noch mehr Amazon Lashes. Das ist auch ganz süß. Das ist so ein kleines Lash Set von Morphe. Ich glaube, das gebe ich euch auch da rein. Wow. Absolut crazy Lashes. Aha. Ich habe die anderen Lashboxen von House of Lashes gefunden. Da sind noch riesige Wimpern drin. Was sind das für Wimpern? I don't know. Do I look like I know what this is? I don't know. Ich glaube, das werde ich trotzdem jetzt erstmal behalten. Und die Box ist absolut zuckersüß. Habe ich die auch benutzt? Yep. Oh, da sind richtig, richtig nice Lashes tatsächlich drin.
Okay, dann behalte ich die. Und die andere habe ich ja weggegeben. Hier haben wir nochmal was Leeres. Nochmal Melody Lashes, die gebe ich euch da rein. Meine rot gefärbten Taco Lashes, auch sehr, sehr geil. Habe ich für irgendeinen Look gemacht. Behalten wir natürlich, wollen Arbeit nicht doppelt machen, ne? Ich sammle manchmal so Lashes von so diesen Karnevalsabteilungen bei DM und so. Weil man weiß ja nie, was kommt. Deswegen habe ich manchmal solche Lashes. Aber es wundert sich niemand bei mir, oder? Dann habe ich hier nochmal so Essence Lashes, die brauche ich nicht. Ich habe ganz viele BH Lashes, die ich einfach nie benutze. Das heißt, ich sammle die jetzt komplett ein. Die sind alle neu, soweit ich das sehe. Yep. Das heißt, kommen alle da rein. Die benutze ich wirklich gar nicht. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Ich glaube einfach, weil mir die anderen doch besser gefallen, die ich habe. Okay, die hier, die sind super zum Zerschneiden. Die behalte ich für hier unten und so. Aber die anderen brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Nochmal von Wallis Beauty weiße Lashes. Ist auch gut zu haben, nur eben nicht ganz so lang wie diese ganz krassen. Und ich habe hier noch so mini bunte einzelne Lashes. Ist auch sehr gut zu haben für Spooktober und Co. Ich habe hier so ein Kit für so Lash Extensions ist es, glaube ich. Kann das sein? Hält es dann auch wirklich lang? Hat das schon mal jemand ausprobiert? Sollte ich es vielleicht mal ausprobieren? Ich glaube, das behalte ich mal. Vielleicht teste ich es euch mal in einem Video oder so. Noch eine Lashbox. Warum habe ich denn so viele? Komm, die mache ich auf jeden Fall eine Runde sauber. Die mache ich hier rein, weil die sieht noch richtig gut aus. Dann habe ich nochmal von House of Lashes einzelne, so richtig, richtig interessant aussehende, lange auch mit so einzelnen Haaren gefühlt. Die packe ich auch hier rein. Die heißen auch Fluff. Mein Gott, wie heißen denn die Lashes dann jeweils? Damn Girl heißen die. Oh, okay. Jetzt weiß ich, wo der Name steht bei den Melody Lashes. Auf jeden Fall nicht da, wo ich es gelesen habe. Dann habe ich hier von Gender X Beauty, der Marke von Marvin, ein paar Lashes. Und zwar auch so Lower Lashes. Das sind so ganz kleine Lower Lashes. Die sind richtig, richtig nice. Und dann diese XXL Riesenbanger. Die werde ich auf jeden Fall auch behalten. Ich glaube, jemand anderes als ich wird die wahrscheinlich gar nicht brauchen. Das heißt, die Box ist jetzt erstmal voll, würde ich sagen. Das reicht erstmal. Gucken wir mal, wie weit wir kommen mit der zweiten Box. Vielleicht kriegen wir es dahin, dass die hier leer bleibt oder so. Oder ich kippe dann alles in eine, wer weiß. Melody Lashes Magnetic and Lash Glue. Ich benutze so selten solche Wimpern, deswegen packe ich die euch auch hier rein. Aber apropos Magnetic, ich habe die hier irgendwo. Moment, ich muss sie finden. Ah! Ich weiß, sie sind hier. Ich weiß es. Hier. Ich habe von Minkly Lash Up Lashes. Und das sind auch so, ja, magnetische. Das Besondere ist, dass die nicht mit Eyeliner gemacht werden, sondern dass die so kleine Mini-Poops-Lashes hier haben, die man innen und außen nicht klebt, aber halt andrückt an den Magneten. Und das ist richtig nice. Ich habe die jetzt schon länger nicht mehr gesehen, weil die irgendwo ganz hinten in meiner Schublade waren. Aber die sind richtig, richtig cool, wenn man echt keinen Bock hat, Wimpernkleber zu benutzen. Die sahen richtig gut aus im Vergleich zu anderen magnetischen Wimpern. Also die bleiben auf jeden Fall bei mir. Ich glaube, ich mache es direkt hier rein. Das würde wahrscheinlich mehr Sinn machen. Unnötig. Oh, ich habe hier Wimpern von Ivana. Die habe ich, glaube ich, auch nie benutzt. Die sehen richtig süß aus eigentlich. Das heißt, die packe ich euch auch hier rein. Ich habe voll oft noch so einzelne Wimpern. Was bringt mir das? Avelia Lashes, die sehen süß aus, aber ist nicht so ganz mein Vibe. Das heißt, die kommen hier rein. Ich habe hier die Catrice Disney Kollektion gefunden. Die habe ich noch nicht ausprobiert, die Cruella Lashes. Die kommen auch hier rein. Ich glaube, da freut sich auch jemand. Ich mach's doch hier rein. Ich finde es geil, dass ich hier einfach den Inlay verloren habe. Aber das sind One-Size-Lashes und die sind riesengroß. Ich habe die ganz klein zugeschnitten sogar. Und die sehen richtig cool aus, wenn man die aufklebt für so Effekte. Deswegen mache ich die mal in meine andere Box. Da sind die ganzen komischen Lashes drin. Ich habe hier welche von MAC und ich muss sagen, dass ich MAC-Lashes nicht so gerne mag tatsächlich. Tut mir leid, MAC. Ich mag sehr viel von euch, aber Lashes gehört nicht dazu bisher. Aber ich packe sie trotzdem hier rein, weil die habe ich schon benutzt. House of Lashes habe ich hier einige. Wow, ich habe die mal hier gemacht für einen Look, aber die sehen jetzt echt nicht mehr geil aus. Die können gehen. House of Lashes sortiere ich, glaube ich, alle aus, die ich nicht benutzt habe, weil ich die schon echt lange habe. Ihr kriegt richtig viele Wimpern, Leute. Oh, das ist das zweite Paar von den magnetischen Wimpern. Oh, ich habe hier nochmal so Prototypen gefunden von meiner ersten Lash-Kollektion. Wie süß. Nicklay 3D Lashes. Wo habe ich die denn her? Die sehen total hübsch aus. Probieren wir aus. Leni Lashes sieht auch ganz geil aus, aber die hier werde ich, glaube ich, eher nicht benutzen. Deswegen lege ich die da rein.
Boah, ich habe so riesige Skiglam Lashes, die sind auch ultra krank. Habe ich auch schon benutzt, das heißt, die bleiben bei mir. Dann habe ich einige Colourpop Lashes, auch einige meiner Lieblinge eigentlich. Ich habe vor allem diese Barbie-Kollektion noch und die sehen total hübsch aus. Wow, okay. Das gefällt mir gut. Die habe ich auch schon aufgeklebt. Boah, ich liebe solche, ne, die so ein bisschen spaced out sind. Mega geil. Ich glaube, die könnten jemandem richtig gut gefallen. Mir sind die schon fast zu normal, was soll ich sagen. Die heißen einfach Lover Lashes. You're my Lover. Okay, ich habe hier wirklich haufenweise Individual Lashes. Ich glaube, ich werde die meisten behalten. Ich habe hier ein paar Art Deco zum Beispiel, gebe ich jetzt einfach mal weg. Die hier sind noch komplett eingepackt. Die Not Free Adhesives von Ardell sind sehr wichtig für mich. Und die hier sehen auch richtig, richtig geil aus. Ich habe auch noch welche von Essence, die werde ich auf jeden Fall behalten. Das ist sehr, sehr praktisch. Ich habe auch noch einige so richtig interessante Halloween und Co. Lashes. Ich zeige sie euch gleich mal. Oh, noch mehr einzelne. Die sehen cool aus, Catrice. Let's go. Okay, die sehen gar nicht so gut aus. Wie gesagt, sammle ich ab und zu mal so crazy Lashes. Ich habe hier so Paper Lashes zum Beispiel von Essence. Die sind richtig cute. Ich weiß nie, was ich für Looks mache, bevor ich sie mache. Deswegen habe ich sowas immer, wenn ich sehe, auf Lager. Dann habe ich hier so Fledermäuse mit Spinnennetz. Nochmal solche hier von Essence mit Herzchen. Nochmal welche von Essence mit so, was ist denn das? Federn? Blätter? Was ist das? Ich glaube, es sind Federn. Dann habe ich die hier. Die haben auch so Federn dran. Okay, die muss ich euch hier draußen zeigen. Guckt euch das mal an. Das sind auch einfach so Federlashes. Die habe ich auch mal beim DM gefunden. In der Karnevalsabteilung. Dann habe ich hier so weiße von ASOS. Ich wusste gar nicht, dass ich das gekauft habe. Und nochmal so Federlashes, aber so ein bisschen braune Federn. Weiß ja nie, wie gesagt. Was ich auch richtig, richtig schön finde, sind die von Auric. Die habe ich noch gar nicht aufgeklebt, aber die sehen richtig toll aus. Die werde ich auf jeden Fall behalten. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Die sehen einfach aus wie ein Lolli. Und das sind magnetische Wimpern von Trended Up. Ha, okay, die klebt man auch so aneinander. Das ist auch so ein bisschen so wie bei dieser anderen magnetischen Wimpern-Firma. Ich glaube, ich behalte die mal. Vielleicht probiere ich das doch mal aus. Ich dachte, das wären normale Wimpern, aber es waren magnetische. Ich finde diese Koffer so süß von der Lisa Marie Schiffner und Melody Lashes Kollektion, aber ich habe da offensichtlich keine Wimpern mehr drin. Aber ich will die nicht wegwerfen. Die sind voll süß. Keine Ahnung, vielleicht mache ich da mal so Bobbypins rein oder so. Ist es blöd, wenn ich das jetzt behalte? Obwohl da nichts mehr drin ist? Nein, es würde mir Freude machen, die zu behalten. Ich lege die mal auf die Seite. Ein paar habe ich noch auf jeden Fall, das ich noch nicht benutzt habe. Oh doch, das habe ich schon mal benutzt. Okay. Ich wollte es gerade weggeben, aber dann doch nicht. Okay, ich habe jetzt hier noch echt einiges. Ich habe noch von Maxim welche. Die sind auch sehr schön. Ganz viel Essence, Lily Lashes, so richtig fette. Ich glaube, ich gehe jetzt mal durch den Rest relativ schnell durch. Rem Beauty. Und dann gucken wir mal, bei was wir landen. Das waren alle Wimpern. Wow. Ich habe ganz vergessen, dass ich hier noch Wimpernkleber hier habe. Aber da kann ich euch auch noch kurz sagen, dass hier mein Hund irgendwie dran gegessen hat. Oh nein, am Deckel auch. Der hat einfach ein komplettes Loch. Kann man das erkennen? Oh nein, das sieht man so schlecht. Das hat ein komplettes Loch. Das ist auf jeden Fall so ein Kleber-Eyeliner. Das ist eigentlich ganz cool. Den behalten wir. Den mag ich nicht. Das ist der von Huda Beauty. Den habe ich auch schon sehr lang. Ich habe hier ganz alte House of Lashes Kleber noch, die ich auch nicht benutze, weil die alt sind. Ich kann alles gebrauchen, was Wimpernkleber ist. Der ist nicht besonders geil. Das ist der von Abby Roberts mit Tutti Lashes. Der Wimpernkleber ist leider nicht so geil, aber ich werde jetzt behalten, weil warum nicht? Oh, hier sind noch so ein paar Tools dabei. Das wusste ich gar nicht. Okay, der ist weg. So, Leute. Haben wir es dann mit den Sachen hier, oder? Der Mülleimer füllt sich auf jeden Fall auch. Also von drei komplett vollen Kisten sind wir jetzt auf zwei Kisten runter. Ich finde, das ist schon mal ganz gut. Und hier sind so viele Wimpern drin. Ihr könnt jetzt hier mal kurz sehen, wie die Verlosungskiste gerade aussieht. Ich glaube, ich muss es langsam aber sicher mal in die zweite Kiste machen, damit es nicht komplett überläuft. Aber wow. Also das war sehr erfolgreich, würde ich sagen. Ich hätte ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass ich so viel wegschmeiße oder weggebe. Ich habe jetzt eigentlich nur Sachen weggeschmissen, wo die zweite Wimper gefehlt hat oder der Karton halt leer war. Und alles andere habe ich hier rein. Aber ich dachte gar nicht, dass ich so viel weggeben würde. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, muss ich sagen.
Was ich aber auch sagen muss, ist, dass ich, glaube ich, heute durch bin. Ich glaube, als nächstes werden wir die Lippenstifte tackeln. Die stehen nämlich hier schon. Und da sind noch zwei Schubladen da drüben, die ihr gar nicht seht. Das wird, glaube ich, ganz witzig. Vielleicht machen wir die Lidschatten zuerst. Ich bin mir noch nicht sicher. Wir gucken mal. Ihr seht es dann im nächsten Video, wenn es noch nicht online ist. Dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Ihr könnt auch sonst meinen Kanal gerne abonnieren. Und die kleine Glocke aktivieren, um es nicht zu verpassen, wenn es online kommt. Oder wenn irgendwas anderes online kommt. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Und vergesst das Gewinnspiel nicht. Also schreibt mir gerne einen Kommentar. In der Infobox stehen die Regeln. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.